Hallo und herzlich willkommen zu Corona-Simulation.de Videos. Aus aktuellem Anlass heute führen höhere Impfraten zu geringerer Covid-19-Inzidenz. Wirkt also Impfen überhaupt? Ich will das eigentlich Evidenzen zeigen und natürlich das mit meinem Simulator modellieren. Schauen wir erst einmal allgemein Evidenzen, was es da so gibt. Corona-Inzidenz und Anteil vollständig Geimpfter. Hier jetzt zum Beispiel aus der Welt Baden-Württemberg. Da sieht man, dass mit der Impfquote von 55 auf 70%, dass das eine schwach an abfallende Tendenz gibt. Das heißt also, mehr Geimpfte hat also auch eine geringe Inzidenz, aber dass es auch durchaus Ausreißer gibt. Jetzt schauen wir uns mal das an, wie das zum Beispiel in der Schweiz aussieht. Das ist von der Neuen Zürcher Zeitung. Da sieht man, dass das in den Schweizer Kantonen ist es sogar noch deutlich ausgeprägter. Da gibt es auch, zumindest in der Grafik, keinerlei Ausreißer. Während hier, das war das wie gesagt nur eine geringe Abhängigkeit. Aber ich bin ja Ökonometriker und Statistiker. Eine der schlimmsten Todsünden ist es, Korrelation und Kausalität zu verwursteln. Insbesondere folgt zwar aus einer Kausalität, zumindest wenn es eine lineare Kausalität ist, auch eine Korrelation, aber nicht umgekehrt. Aus einer Korrelation folgt keine Kausalität, weil insbesondere kann eine Korrelation, das heißt also linearer Zusammenhang zwischen zwei Größen, durch eine gemeinsame dritte Größe verursacht sein. Das will ich jetzt mal Klassiker zeigen. Geburtenrate und Storchenpopulation, auch in Baden-Württemberg, wo man auch eben die Impfquoten hatten. Da sieht man also hier einen ziemlich deutlichen, drastischen linearen Abfall zwischen der Zahl der Lebendgeborenen pro 1000 und pro Jahr und der Zahl der Storchenpaare, Gesamtzahl in Baden-Württemberg. Was ist hier die dritte Ursache? Die dritte Ursache ist hier einerseits die Babypille und andererseits die Strukturreform, dass also dann quasi auf die Landwirtschaft immer mehr größere Felder bestellt werden, viele Feldraine und an Tümpel und so verschwinden, die eben die Störche wollen. Das heißt, das gemeinsame dritte Ursache ist einfach die zeitliche Entwicklung. Das ist auch hier gezeigt, wenn man hier die Jahreszahlen einzieht. Also man kann hier sagen, naja, sowohl die Antibabypille setzt sich linear mit der Zeit fort, als auch die Agrarreform. Das eine führt quasi zu weniger Babys und das andere führt eben zu weniger Störchen. Also wunderbar. Jetzt schauen wir mal an, wie das mit den Ländern in meinem Corona-Simulator aussieht. Das ist also wieder die Standardeinstellung Deutschland. Ich lasse mal bis zum Ende fertig simulieren. Da sieht man erstmal, was die Sache ist. Man sieht also bestürzend, es gibt jetzt hier, ist die Inzidenz auf schon 400 angestiegen. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was ich für Länder habe. Ich habe ja nicht nur Deutschland, ich habe eine gewisse Länderauswahl. All diese Länder kann man jetzt quasi auch simulieren. Einige davon werden wir jetzt im Folgenden anschauen. Jetzt habe ich aber mal all diese Länder geschaut, was zurzeit da als Streudiagramm rauskommen würde, wenn ich jetzt einfach die Impfquote, vollständig geimpfte Quote versus der aktuellen Inzidenz auftrage. Okay, das mache ich mal. Und voilà, hier ist es. Bin ich jetzt also auch ein Impfleugner, beziehungsweise in meinem Simulator, weil offensichtlich schaut es aus, dass mit der steigenden Impfquote, das heißt die Quote der voll Geimpften, und zwar auf die gesamte Bevölkerung bezogen, also einschließlich der Kinder und der, die jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, sieht man also, dass tendenziell, wenn man jetzt all die Datenpunkte anschaut, dass eher einen linearen Anstieg sogar gibt. Das heißt also, führen Impfungen zu mehr Inzidenzen, also zu mehr Corona? Was ist da der Fall? Schauen wir erstmal, ob es eine dritte Ursache gibt. Dazu machen wir jetzt mal die nächste Seite, indem wir mal einige Länder labeln. Das sind also einige der Länder, die es auch in meiner Auswahl gibt. Das wäre also quasi diese Länderauswahl. Da kann ich, all diese Länder habe ich jetzt also hier quasi in dem Streudiagramm
aufgelistet und habe die gelabelt. Das sieht man das erste Mal, wenn man jetzt nur die roten Länder nimmt. Das ist also das, was ich an europäischen Ländern habe. Dann hat man tatsächlich den erwarteten Abfall, vielleicht mit Polen als etwas Ausreißer, der stört aber auch nicht wirklich. Die anderen Länder wiederum, die blauen, die nicht-europäischen, die führen offensichtlich, wenn man das quasi naiv ohne Ursache betrachtet, so würde man sagen, na, das ist dieser Anstieg. Also offensichtlich sind diese blauen Länder irgendwie ziemlich anders als die roten Länder. Schauen wir uns jetzt einmal an, woran das denn liegen könnte. Der krasseste Ausreißer ist natürlich hier Südafrika. Also nahezu keine Impfung, aber auch keine Inzidenzen. Schauen wir uns Südafrika mal an in unserem Simulator. Gehen wir jetzt hier einfach mal auf Südafrika und lassen erst einmal so durchsimulieren. So, was sieht man jetzt hier? Jetzt habe ich erstmal so im August gestoppt. Man sieht also im Sommer hat es hier eine Welle. Jetzt lassen wir mal weiter simulieren. Und das löst sich zurzeit in Wohlgefallen auf. Und selbst wenn wir es weiter simulieren, Sie sehen hier rot das aktuelle R, das ist also mit allen Einflüssen, das ist weit unter 0,7. Man könnte also sozusagen dem Südafrika sogar jetzt noch etwas weniger Restriktionen verpassen. Das ist ja gerade maximal ein Shutdown, wird sich auch nichts tun. Das würde unten bleiben. Hilft uns jetzt diese Simulation bzw. das Anschauen der Daten weiter? Naja, Südafrika, Süden, Afrika, das ist doch klar, das liegt auf der Südhalbkugel. Und auf der Südhalbkugel ist natürlich im Mai, Juni, Juli ist der klimatische Winter, der natürlich im kalendarischen Sommer dann ist. Das sieht man ganz klar, wenn man jetzt dann nochmal auf die Simulation klickt. Hier Juni, Juli, August ist quasi die Welle, also quasi im klimatischen Winter. Und jetzt ist Freude, Eierkuchen. Und da wird es jetzt auch nachher nichts tun, weil einfach das jetzt quasi klimatischer Sommer hier jetzt ist. Genau. Das ist also die Lösung für Südafrika. Das ist tatsächlich so, da das halt Sommer. Und im Sommer war das in Deutschland ja ähnlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, im Sommer, das ist ja quasi, Südafrika ist jetzt quasi hier an dem Punkt. Das heißt, damit ist ganz klar, der Punkt ist erklärt. Schauen wir mal die anderen Punkte an, ob wir die auch erklären können. Indien, das ist auch so Ausreißer, hat weniger als 50% Geimpfte. Und nahezu keinerlei Inzidenzen. Wenn wir das jetzt mal simulieren, so machen wir jetzt Indien hier. Hier ist es. Dann hatten die das Ziel des Hochhauser Inzidenzen 200, das ist wie in Deutschland, also jetzt nicht allzu hoch. Es sind natürlich jetzt riesige Zahlen, aber Indien hat einfach auch viele Leute. Und was passiert jetzt hier? Naja, es geht runter und runter, da tut sich irgendwie nicht viel. Was ist der Grund? Einerseits Indien, da gibt es auch keine Winter, keine richtigen. Es gibt jetzt im Himalaya-Bereich von Indien, da gibt es jetzt auch strengen Winter, aber da gibt es relativ wenige Leute. Die meisten Leute, da ist es im Winter eigentlich relativ schön, während im Sommer, so im Mai und Juni, das können wir hier reinzoomen, das ist so die Monsunzeit, da hat es dann da mehr gegeben. Also das einerseits kann man das klimatisch erklären, aber nicht ganz, weil es im Wesentlichen haben die jetzt gar keine richtigen Jahreszeiten. Und irgendwie nimmt auch die Restriktion nimmt mehr und mehr ab. Das Blaue sind ja quasi der Grad maximalen Shutdown, der ist ja schon bei 39%. Also Deutschland ist zurzeit bei 44%, würde jetzt ziemlich schnell ganz stark steigen. Na, was ist in Indien noch? Naja, ganz junge Bevölkerung. Da macht es einfach nicht so viel aus. Und auch wahrscheinlich die Datenlage ist es nicht vollständig. Also da würde ich sagen, dass die Jahreszeit und die junge Bevölkerung. Allerdings würde das alleine nicht ausreichen, weil wenn wir jetzt hier einfach weiter simulieren, dann wird es
irgendwann, man sieht, es geht nicht richtig runter und tatsächlich irgendwie nächsten Mai geht es dann wieder langsam hoch. Das heißt, also die müssen sich auch mit Impfen etwas mehr anstrengen, weil die eben ganz wenig geimpft sind oder einfach zu langsam geimpft sind. Die müssen auch boostern. Also boostern gibt es bis jetzt in Indien noch gar nicht, würde aber sicher kommen. Wenn man es also quasi etwas boostern auch noch, würde das sofort, nicht sofort, aber nach einiger Zeit würde das wieder runtergehen. So, jetzt geht es wieder runter. Also das heißt, das hilft auch in Indien. So, das war jetzt Indien. Jetzt haben wir noch Russland. Na, Russland, das ist jetzt aufgrund der Datenlage, kann man das nicht so richtig vergleichen. Wenn man das simuliert, dann fällt dann nämlich auch was auf. Gehen wir mal auf Russland. Hier ist es. Was dann da auffällt, ist der relativ breite schwarze Streifen unten. Unten sind, wie gesagt, die Todesfallinzidenz und oben ist die Case-Inzidenz, also die Fallzahlinzidenz. Auch mein Simulator tut sich da schwer. Er meint eigentlich, wenn es nur diese Zahl an Toten erwartet. In Wirklichkeit ist aber diese. Was könnte das sein? Das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Könnte sein, dass die jetzt aus politischen Gründen die ganzen Fallzahlen jetzt nicht publik machen. Ich habe auch mal geschaut mit der Testrate, die kann es eh nicht sein. Es wird nämlich durchaus 3.400 pro Woche und pro Million. Deutschland ist auch nicht wesentlich mehr, das hat vielleicht so 6.000. Das würde jetzt nicht diese Größenordnung machen. Es wird also quasi vermutlich nicht alles publiziert. Bei den Todesfällen kann man das vielleicht wenig verheimlichen. Deshalb gibt es hier eine Riesenzahl an Todesfällen. Zum Beispiel hier 6. Todesfallinzidenz von 6 pro Woche und pro 100.000, bei einer Case-Inzidenz von 180. 6 durch 180, das sind mehr als 3%. Das heißt, man hat eine Case-Fatality Rate von 3%. Wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, hat man jetzt 400 Inzidenz und vielleicht 2 bis 3 Tode pro Woche und pro 100.000. Verzerrt es natürlich ein wenig, weil man jetzt die Tode ja nachlaufend sind. Also schaut man sich vielleicht lieber das hier an. Hier hat man das dann quasi 200 Inzidenz, etwa 2 Tode. Das heißt, 2 durch 200 hat man 1% Case Fatality Rate. Und das haben auch die anderen Länder so. Also dass das Russland da eine 4% hat, das ist nicht so richtig erklärbar. Zumal selbst in Indien, die auch nur etwas mehr als 1% haben. Und Indien ist nun beileibe mehr Entwicklungsland als Russland. Also hier wird man jetzt nicht so richtig schlau. Wahrscheinlich, es könnte es eine Spekulation, dass das also mit Russland ein Datenproblem ist. So, gehen wir mal zurück. Was haben wir noch? Ja, Israel. Da fragt man sich natürlich, warum hat Israel trotz, war früher wie Impfweltmeister, hat jetzt aber, ist es nicht so toll wie manche andere Länder. Das liegt natürlich auch daran, dass in Israel viele Leute, zum Beispiel Ultraorthodoxen, aber auch manche Palästinenser, sich nicht impfen lassen wollen. Warum ist es aber trotzdem so niedrig? Was kann da der Grund sein? Schauen wir uns mal Israel im Simulator an. Also machen wir jetzt Israel, weiß es hier, lassen wir simulieren. Hat große Wellen gehabt. Das hat also erstmal eine durchaus auch eine Durchseuchung, die jetzt gar nicht so niedrig ist. Trotzdem wird man dann so richtig schlau draus, 0,86. Warum geht es jetzt hier im Winter? Israel hat durchaus, na, Israel hat auch viele Wüsten, aber so in Tel Aviv und so, da findet durchaus auch zumindest so ein mediterraner Winter statt und Jerusalem erst recht, da kann sogar Schnee haben. Also die Jahreszeit kann hier nicht der Grund sein. Die Bevölkerung, na, die ist deutlich jünger als in Deutschland, aber so richtig der Grund ist es auch nicht. Die Lösung liegt hier beim Boostern. Die Impfung selber, die in Israel haben wir schon früh geimpft, das heißt, die ist schon seit länger nicht mehr so richtig wirkungsvoll, weil das hatte ich am letzten Video gezeigt, dass nach 6 Monaten die Wirkung schon von 85% auf unter 40% abgefallen ist und nach 9 Monaten eigentlich nahezu null ist. Das heißt, die Impfung ist nicht besonders hoch und auch lange her, die würde nicht so wirken. Aber es seit neuestem wird auch frisch geboostert. Und das wirkt jetzt natürlich, dass das hier so klein ist. Das heißt also, das ist, wenn ich jetzt das Impfen und das Boostern, wenn ich das quasi in der Summe, darf ich auch nicht machen,
weil das muss ja voneinander abziehen, aber das entspricht dann quasi einer ganz frischen Impfung. Deshalb würde auch, wenn ich das hier weiter simuliere, würde das weiter runtergehen. Ich könnte den Israelis sogar noch den Shutdown etwas reduzieren und dann würde sich da auch nichts weiter tun. Also, Problem geklärt. Bei Israel ist es die Boosterung, die natürlich da jetzt nicht drin ist. Da sehen wir erst einmal, wie wichtig das ist, jeweils zu schauen, wie sind denn die verschiedenen Achsen definiert. Hier zum Beispiel habe ich jetzt nur vollständig geimpft und habe die Boosterung außen vor gelassen, die in allen anderen Ländern noch unter 10% ist, also nicht so richtig relevant ist, weil auch das Booster braucht eine Zeit lang, bis das wirkt, so 2 Wochen ist alles in meinem Simulator drin. Aber in Israel, da macht es halt schon was aus. Genau, jetzt sind wir quasi, haben wir im Wesentlichen die blauen Länder durch. Na, USA, das gliedert sich quasi in Deutschland, in Europa mit ein. Klar, ist auch entwickelt. Das heißt, wenn wir jetzt hier weitergehen, haben wir jetzt für den europäischen Ländern haben wir tatsächlich den zu erwarteten Tendenz. Je mehr geimpft wird, desto stärker sinkt die Inzidenz ab. Also das ist im Wesentlichen das, was zu erwarten ist. Was genau, also die Schlussfolgerung ist, diese Scheinkorrelationen, die finden so vor allem dann statt, wenn man eben die viele dritte Effekte, die gemeinsam wirken, sowohl auf die Inzidenzen als auch auf das Impfen, zum Beispiel Entwicklungslandstatus, die verzerren das. Und ich habe jetzt verschiedene Effekte, habe ich jetzt gebracht, die zur Verzerrung führen können, insbesondere Wettereffekt, Klimaeffekt, klimatischer Winter im Sommer statt im Winter, im kalendarischen Winter, sehr junge Bevölkerung wie in Indien, vielleicht unvollständige Daten wie in Russland und genau, oder eben die fehlende Boosterung. Und noch was gibt's, das kann man sehen, wenn man jetzt Polen noch anschaut, weil Polen ist nämlich dieses Land hier, die haben sehr schlechte Impfungen und trotzdem zum Beispiel eine geringere Inzidenz als Deutschland. Deutschland würde zum Beispiel hier sein und Polen ist hier. Was ist da los? Schauen wir uns mal Polen noch in der Simulation an. Polen, hier haben wir es. Und da fallen zwei Dinge auf. Wenn wir das hier schon mal stoppen. Erst einmal hat man hier schon in der Vergangenheit Perioden sehr hoher Inzidenzen über ziemlich langen Zeitraum, zum Beispiel hier im Mai. Und das führt dazu, dass tatsächlich schon die simulierte Durchseuchung von über 30% ist. Lass uns mal fertig simulieren. Keinerlei Fälle irgendwie im Sommer. Das kann durchaus sein, weil eben schon so viel simuliert durchseucht wurde. Wir haben jetzt also die kumulierten Fälle 8,6%, das heißt dokumentierte Durchseuchung sind 8,6%. Das ist zum Beispiel höher als in Deutschland, wo das 6,8% ist. Und zusätzlich hat man auch noch, wenn man jetzt auf die Fälle zum Beispiel geht, Wocheninzidenzdaten, auf die Tests geht, sieht man, dass also hier die blauen Kurven, die Tests sind, sehr niedrig sind im Verhältnis zu den Inzidenzen. Wenn man das jetzt wieder mit Deutschland vergleicht, geht dann auch wieder von Wocheninzidenz auf die Tests und macht auch wieder, da sieht man, dass jetzt da im Verhältnis zu den Inzidenzen die Tests, die blauen, zumindest deutlich höher sind. Es ist nicht super, aber es ist doch, also hier geht es kaum hoch und in Deutschland geht es zumindest im Mittel doppelt so weit hoch. Und mein Simulator berücksichtigt auch, dass bei geringerer Testaktivität auch die Inzidenz aufgrund der dann höheren Dunkelziffer dann geringer ist. Das ist klar, bei null Tests und es gelten nur die PCR-Tests, dann hätten wir natürlich auch null Inzidenz, auch wenn man sehr viel Krankheit hat. Das muss man immer sich sehen. Was kann man messen? Nicht die Infizierten. Kein Mensch weiß, wie viel es da gibt. Man kann nur die dokumentierten positiven Fälle, die sogenannten Cases, sehen. Das alles zusammen führt dazu, dass in Polen eine sehr hohe geschätzte Durchseuchung von 35,3, 35%, also weit mehr als ein Drittel, ist bereits durchseucht. Und ich habe jetzt angenommen, dass die Durchseuchung erst einmal zu 100% vor einer weiteren Folgeinfektion wirkt und außerdem, dass der Schutz jetzt erst einmal nicht vergeht.
gibt es noch keine Daten. Sobald es die gibt, werde ich meine Simulation anpassen. Aber hier simuliert sich das eigentlich sehr gut, wenn man das eben so annimmt. Also damit ist geklärt, warum Polen auch eine relativ, naja, schon nicht der wirkliche Ausreißer ist, aber dass es doch eben etwas doch Ausreißer ist. Das liegt einfach daran, dass die so viel vergangene Wellen hatten, dass die im Vergleich zu Deutschland, Deutschland ist nach meiner Simulation zu 25%, Polen wie gesagt zu 35% durchseucht, dass die eben durch diese hohe Immunwirkung insgesamt haben. Aus aktuellem Anlass, weil es ja doch die Maßnahmen jetzt ab Montag in vielen Bundesländern, zum Beispiel jetzt in Sachsen, wo ich jetzt wohne, deutlich verschärft werden, will ich mal schauen, was jetzt mit dem schon im letzten Video angesprochenen vermuteten Maßnahmen, die jetzt wohl tatsächlich so wirken, was dann wohl in Deutschland jetzt die nächsten Wochen passieren wird. Dazu gehe ich jetzt mal wieder auf die Deutschland-Simulation. Das ist also das, was jetzt Sie sehen würden, coronasimulation.de, sobald es fertig simuliert ist. Und verschärfe jetzt erstmal die Inzidenzen. Wie gesagt, als Vergleich haben wir hier zum Beispiel jetzt den Sommer. Hier waren es so 60%. Also die gefühlt jetzt erwarteten Inzidenzen bis hin zu Teil-Lockdown in manchen Bundesländern. Die würden sich eher, machen wir das hier, die würden sich eher so wie hier, das heißt also bei 70%, würden wir die eher vermuten, als so das, was quasi Mai war. Also die absolut schärfsten waren 80%, das war so im Januar. Aber das war so im Mai, das ist so angedacht, also durchaus, naja, dieser berüchtigte Wellenbrecher-Lockdown. So schlimm ist es aber noch nicht angedacht, sondern eher so bei, ja, so bei Na, eigentlich schon so schlimm angedacht, so 70%. Aber im Gegensatz zu hier, die Schulen bleiben alle offen. Das heißt, von der epidemiologischen Wirkung wird es nicht so wie 70% sein, da ist ja schon ziemlich viel dicht, sondern eher so wie 60%, also so quasi wie im Sommer. Deshalb nehme ich jetzt mal 60% als neue Maßnahmen ab Montag an. Das darf ich nicht verändern, genau das Maximum Shutdown auf 60%. Ferner ist angedacht, dass bis zu Weihnachten 25 Millionen Menschen zusätzlich geboostert sein sollen oder insgesamt geboostert sein sollen. Weihnachten, das ist vielleicht noch so 6 Wochen hin, 25 Millionen Menschen, das sind etwa 30%. Jetzt sind geboostert etwa 6%, also es das heißt, es fehlen 24% in den 6 Wochen. Damit entspricht es einer wöchentlichen Boosterrate von 4%. Und wenn man so in die Impfzentren schaut, es wollen sich jetzt auch aufgrund der, naja, der negativen Konsequenzen auch wieder etwas mehr impfen lassen, wo es, erhöhen wir das mal von 0,39 vielleicht auf 0,6% oder so. Wie gesagt, die meisten, die sich impfen lassen wollen, die haben sich schon geimpft. Also 72,7 sind jetzt quasi einfach geimpft, 70,7 vollständig und es kam eben kaum noch was dazu. So, jetzt haben wir die Maßnahmen und die sowohl bezüglich Impfen als auch bezüglich Shutdown so eingestellt, wie es jetzt die nächsten Wochen erwarten ist. Jetzt lassen wir mal weiter simulieren. Sie sehen, das steigt erst nochmal bis auf 500 an und fällt dann, aber zwar erstmal langsam, aber es fällt durchaus ab. Diese eine Woche, das ist dem Meldeverzug und dem halt geschuldet, auch dass man das quasi die nicht sofort getestet wird natürlich, sondern erst wenn man quasi Symptome hat, bis auf Ausnahmen. Und das alles das verzögert, wenn man sich nämlich die tatsächlichen Fälle was Infizierten anschaut, sieht man, dass natürlich der Lockdown sofort wirkt, es geht sofort runter, während die Boosterung, die Impfung erst Zeit verzögert stattfindet. Lass mal ein wenig weiter simulieren bis zum Januar und jetzt sind wir mal ganz frech in der Höhe erniedrigen den Lockdown wieder so wie es jetzt ist. Also quasi 44% waren das, glaube ich. Wie sieht es mit der Boosterung aus? Es wird das weiter geboostert. Geimpft sind jetzt eigentlich alle, das reduzieren wir bis wieder auf 0,3%. Wer bis sich da nicht geimpft hat, der wird sich auch jetzt nicht impfen lassen. Lassen wir mal weiter simulieren. Ah ja, und jetzt kommt dann auch Sommer.
da passiert nichts mehr. Das heißt, also im April ist die diesjährige Grippe-Erkältungs-Corona-Saison vorüber. Jetzt schauen wir mal auf den Bodycount. Gestorbenen, die sehen wir hier. 12.698, 126.398. Jetzt haben wir ja ziemlich genau 100.000, das heißt, es kommen noch 26.000 unter diesem Szenario dazu. Das ist etwa so viel wie die Grippe 2000, was war's, 2017, 18. Da sind nach RKI 25.100 Menschen gestorben. Statista hat deutlich niedrigere Zahlen, aber es ist keine extrem außergewöhnliche Situation mehr. Schon schlimm, aber nicht mehr so katastrophal, wie es jetzt jeder meint, dass es ist. Natürlich gilt das nur, falls eben wirklich diese hohe Boosterrate realisiert werden kann und dieser Lockdown wirklich so wirkt. Also wie gesagt, mit diesen Schulen weiß man nicht, weil ja die Kinder doch ziemlich infektionsträchtig sind. Dennoch, die Schulen muss man auf jeden Fall offen lassen. Deshalb nehmen wir mal an, dass der Shutdown, der es da kommt, nicht so stark wirkt, sondern 55%. So viel wirkt aber auf jeden Fall. Und dass wir auch das Boostern nur auf 3% hoch tun. Also so viel wird es wohl ziemlich sicher, weil ich habe gehört, Impfstoff ist nicht Mangelware. Und die Leute wollen sich auch impfen lassen oder boostern lassen zumindest. Also das kann auf jeden Fall realisiert werden. Schauen wir mal, was jetzt diese Simulation dann zeigt. Dann ist es sehr viel langsamer geht es zurück. Dann ist quasi Weihnachten der Peak. Hat man 550 statt 400 als Maximum, statt 550 statt 500 als Maximum wie in der letzten Simulation. Und natürlich hat man sehr viel höher eine hohe Inzidenz. Hier lassen wir mal weitergehen. Aber auch jetzt hier können wir wieder auf die 40%, 44% zurückgehen. Und damit trotzdem ist also die Simulation, zeigt dann. Auch dann ist die Covid-Welle vorüber. Diesmal haben wir aber 142.000 Tote, das heißt 42.000 neue, statt vorhin waren es 25.000 Tote. Also auch das ist aber weniger als in der letzten Saison, wenn man es dann nochmal zurückgeht. Das ist also quasi diese untere Kurve. Dann war die hier viel höher. Also das ist die Fläche unter der schwarzen Kurve. Aber vorhin, das ging ja bis auf 800 Tote pro Tag. Hier hat man jetzt nur 400 Tote pro Tag maximal. Allerdings für einen längeren Zeitraum. Das ist aber, wie gesagt, bei sehr milden Lockdown. Eigentlich ist das eigentlich überhaupt kein Lockdown mehr. Auch für die Ungeimpften nicht. Also einfach nur verschärfte Maßnahmen. Vielleicht so wie im, hier sieht man das, 55%. Das ist etwa so wie jetzt im diesen Sommer. Das heißt also, erst so im Spätsommer, im Herbst, hat man jetzt quasi überhaupt eine niedrigere Lockdown-Level gehabt. Mit dieser doch generell eher optimistischen Prognose, Szenarienprognose für Deutschland, entlasse ich Sie also. Hoffe Ihnen hat das Video gefallen. Natürlich gilt wie immer der Spruch von Mark Twain, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber mit diesem Szenario, also mit diesem sehr realistischen Booster-Fortschritt und einer milden quasi Verschärfung der Restriktionen, der Corona-Restriktionen, kommt man eigentlich ganz gut nach der Simulation weiter, kann also die Welle brechen. Also hoffen wir mal, dass die Simulation so stimmt. Da bleibt mir jetzt nur noch zu wünschen, der ansonsten recht abgedroschene Spruch, aber diesmal passt er vielleicht tatsächlich, bleibt alle gesund.